Liebe Big Community, 6 Millionen Todesopfer weltweit jährlich, laut WHO bei uns in Deutschland 120.000 Todesopfer. Ich erzähle euch hoffentlich nichts Neues, wenn ich nochmal zusammenfasse, dass das Zigarettenrauchen einer der ganz großen Killer in unserer Gesellschaft ist. Ob aber die E-Zigarette, die auch sehr kritisch gesehen wird, eine gesündere Alternative für die 20 Millionen Raucher in Deutschland darstellen könnte, das diskutiere ich heute mit Pharmakologe und Apotheker Steffen Kunert. Hör auf dein Herz. Steffen, kannst du uns mal in zwei Sätzen den potenziellen Gesundheitsvorteil von E-Zigaretten im Vergleich zur herkömmlichen Verbrennungszigarette erklären? Ja, bei E-Zigaretten kommt kein Tabak zum Einsatz. Hier wird bei niedrigeren Temperaturen ein sogenanntes Liquid verdampft. Beim Verbrennungsprozess des Tabaks entstehen über 4.500 Giftstoffe und davon sind alleine 90 bekannterweise krebserregend. Darin eingerechnet sind noch nicht mal die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, denn wir wissen, dass etwa die Hälfte der rauchbedingten frühzeitigen Todesfälle auf das Konto einer beschleunigten Arteriosklerose gehen und somit zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Steffen, jetzt wurde argumentiert, dass die chemischen Substanzen, die in der E-Zigarette verdampft werden, selber noch gar nicht ausreichend erforscht werden. Wie würdest du jetzt dazu stehen? Ja, ist richtig, dass die Inhaltsstoffe des Dampfes auf unsere Gesundheit tatsächlich noch nicht abschließend erforscht wurden und somit ihre Sicherheit auch nicht abschließend geklärt werden kann. Aber beim Zigarettenrauchen wissen wir ja schon sicher über die desaströsen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und die enthaltenen Giftstoffe wie Formaldehyd, Nitrosamine, aber auch Schwermetalle sind in der E-Zigarette im Vergleich zur klassischen Zigarette deutlich reduziert. Die Inhaltsstoffe der E-Zigarette wie Propylenglykol und Glycerol können zwar zu Atemwegsreizungen führen, dennoch würde ich unterm Strich den Stand der Wissenschaft so auslegen, dass für Raucher, die aufhören wollen, die E-Zigarette klare Vorteile bringen kann. Steffen, wir können also zusammenfassen, die E-Zigarette ist sicherlich nicht gesund, nicht alle ihre Inhaltsstoffe sind abschließend untersucht und unbedenklich und deswegen sollte man als Nichtraucher natürlich auch nicht anfangen mit der E-Zigarette, aber für den schweren nikotinabhängigen Raucher, denke ich, kann sie schon eine Chance darstellen, sich von der klassischen Verbrennungszigarette zu trennen und damit die eigene Giftstoffbelastung und das eigene Erkrankungsrisiko zu reduzieren. Liebe Community, das war's von unserer Seite. Wir freuen uns jetzt über eine anregende Diskussion in den Kommentaren. Bis dahin, bleibt schön gesund.